Das Neueste aus der Region, präsentiert von Bögerl, Ihre Metzgerei im Herzen von Neumarkt. So, Mikro läuft, es gibt wieder City News. Wir haben uns wieder ein paar Sachen zusammengeschrieben, um euch zu informieren. Zum einen erkläre ich mal euch ein bisschen, wo ich hier stehe. Ich bin hier bei der Passage zum Neuen Markt. Das ist seit 2015 hier der untere Eingang in den Stadtquartier. Und an der rechten Seite, wenn ihr reingeht, findet ihr auch immer Schaufenster. Da zeigen sich die Neumarkter Unternehmen der Innenstadt und verlängern quasi die Marktstraße symbolisch hier in den neuen Markt rein. Wenn ihr Musiker seid, wenn ihr Künstler seid, wenn ihr verantwortlich an einem Verein seid und Lust habt, euch in dem Zeitraum Mai bis September in der Innenstadt zu präsentieren, euren Verein vorzustellen, eure musikalischen Künste, eure gestalterischen Künste, eure Einrichtung, ja, dann meldet euch. Ja. Wir werden auf aktives-neumarkt.de ein Formular anbieten, wo ihr Bescheid sagen könnt, dass ihr mit dabei sein wollt, denn wir organisieren dieses Jahr den Altstadtsommer, eine innovative Veranstaltungsreihe, und die Neumarkter sollen den mit Leben füllen und sich ihren Kollegen und der Bevölkerung präsentieren. Jetzt hier gerade am unteren Markt vor einem noch etwas unsanierten Haus, aber das schaut nur so aus, da hat sich nämlich einiges getan, und was sich hier ändert und was dann Ende März zu besichtigen wird, das zeigen wir euch jetzt. Ja, im Wesentlichen haben wir uns hier auf die Roba-Maßnahmen konzentriert und haben hier in dieser Einheit die Barrierefreiheit und eine rollstuhlgerechte Zuwegung geschaffen. Man ist vorher hier mit 3 Stufen reingegangen und wir mussten jetzt einen Höhenunterschied von ca. 50 cm überbrücken. Wir haben also hier die ganze Bodenplatte abgebrochen, haben die Kellerräume aufgefüllt und stillgelegt. Ansonsten an der Decke sieht man ein bisschen jetzt hier die abgehängte Situation, wo also auch die Akustik untergebracht ist. Aber auch darüber mussten wir die Holzbalkendecke ertüchtigen und hochfeuerhemmend herstellen. Hier möchten wir etwas neu machen, Selbstbedienung. Und weil der Platz hier anders ist, also wir haben eine Ebene, Stand, barrierefrei praktisch, und nicht so viele Tische draußen als im oberen Marktstraße. Heute geht es um Schuhe, deswegen stehe ich bei Schuhgraf in der Kirchengasse Neumarkt. Ich habe mir direkt die Chefin geschnappt, nämlich Frau Graf. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir freuen uns immer, wenn jemand vorbeischaut. Schuhe, ein richtig cooles Thema und vor allem ein Lieblingsthema von ganz, ganz vielen Frauen da draußen und wahrscheinlich auch von dem einen oder anderen Mann. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich schwanke. Es ist früh am Morgen, wir haben noch nichts getrunken, es liegt an unserem Sitz. Herr Gumpert, was geht hier ab? Ja, jetzt sind wir hier im 4DX-Saal, wo sich die Sitze dann passend zum Film immer bewegen. Jetzt im Moment ist es hier so ein Testmodus, wo wir einfach die verschiedenen Richtungen, in die der Sitz gehen kann, einfach einmal testen. Das kann im Film dann auch ein bisschen ruppiger, wilder sein oder auch mal so sanft, wie es jetzt gerade eben ist. Wir haben hier noch zusätzlich Düfte, die aus den Sitzen kommen können. Und rechts und links im Saal gibt es noch Effekttraversen. Da kann mal Wind kommen, Wind mit ein bisschen Wasser noch. Und dann haben wir eine Seifenblasenmaschine, Schneemaschine, Nebel kann noch mit reinkommen, Strobolichter, dass es einfach auch schön passt zum Film.